Moin Moin, Frank von ICU, grüß euch. Wusstet ihr, dass ihr mit Lightroom Classic ein relativ unbekanntes Modul habt, ein Feature, und zwar das Verbesserungsmodul? Wofür das da ist? Naja, viele von euch werden mit Sicherheit Bilddateien haben, die ihr vielleicht nicht so nutzen könnt, weil die Datei einfach zu klein ist. Sprich, ihr habt zum Beispiel eine 24-Megapixel-Kamera und die Dateigröße, die ihr daraus generiert habt, ist für den Druck, den ihr haben möchtet, zu klein. Das Schöne daran ist, ihr müsst die Daten nicht mehr löschen, vorausgesetzt ist es ein brauchbares Bild, also sprich, es hat Qualität, denn mit dem Verbesserungsmodul in Lightroom Classic habt ihr die Möglichkeit, diese Datei nicht nur optisch zu verbessern, sondern auch die Dateigröße zu verdoppeln. Das heißt jetzt als Beispiel, wenn ihr eine 24-Megapixel-Datei habt, habt ihr die Möglichkeit, diese über diesen Modus auf 48 Megapixel zu vergrößern, und zum Zweiten, die Bildqualität kann sich auch verbessern. Ich habe das vorbereitet. Wir schauen uns das gleich mal in Lightroom Classic an. Da zeige ich euch das anhand von zwei Beispielbildern. Das eine ist eine Schildkröte. Daran wollen wir dann mal sehen, welche Verbesserungsmöglichkeiten und welche Größenunterschiede da im praktischen Sinne, in der Praxis also, hervorstechen können. Und das zweite Bild ist eine Testtafel. Nicht wundern, ich habe sie nicht falsch fotografiert, die habe ich bewusst so schlecht fotografiert, damit man auch sieht, okay, man kann auch solche Dateien nach oben pushen. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, aus einer Schrottdatei kann man kein tolles Bild mehr rausholen. Ne? Außer man möchte natürlich irgendwie, man ist Künstler wie Picasso oder was auch immer, dass man sowas Abstraktes mag, aber wie gesagt, technisch sollte die Datei schon in gutem Zustand sein, und da lässt sich dann auch viel machen. Na, also erwartet nicht zu viel, wenn ihr eine schlechte Datei habt, da wird auch nichts mehr rüberkommen. Gut, schauen wir uns mal den Verbesserungsmodus an und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, schauen wir uns jetzt mal die Verbesserungsmöglichkeit in Lightroom Classic an. Ich habe dazu zwei Bilddateien vorbereitet. Zum einen ist es hier die Wasserschildkröte und zum zweiten hier eine Testtafel, mit der wir auch anfangen. Ihr seht, die Qualität der Testtafel ist nicht besonders gut. Ich kann hier noch mal kurz reinzoomen. Ihr seht hier, dass hier ein doch recht starkes Korn vorhanden ist, ein Bildrauschen, und von daher gesehen ist die Qualität eigentlich nicht so besonders. Nichtsdestotrotz ist das genau die richtige Qualität, um mal die Verbesserungsfunktion in Lightroom Classic zu testen, und das wollen wir auch jetzt gerne mal tun. Zu dem Bild ganz kurz eins. Ich habe das Bild aufgenommen mit einer Sony 7R Mark III bei einer ISO von 3200. Und die Pixelgröße ist 4419 zu 2957 Pixel. So, es gibt jetzt mehrere Wege, das Verbesserungsmodul zu öffnen. Das eine ist, wir gehen hier oben über den Reiter Foto auf Verbessern. Und hier öffnet sich ein Vorschaufenster. Hier haben wir auch schon gleich die Datei, wie sie verbessert aussehen würde. Mit einem Mausklick auf das Bild haben wir dann auch die Möglichkeit, die Originaldatei zu sehen, wo dann der Verbesserungsunterschied liegt. Und man sieht schon, es gibt einen Unterschied, gerade in der Pixelstruktur. Was wir jetzt noch machen müssen, ist das Häkchen auf Superauflösung klicken. Das habe ich schon getan. Und hier auch schon mal eine Vorschau, wie lange die Bearbeitung dauern würde. Das sind etwa 8 Sekunden, und danach brauchen wir nur noch auf Verbessern drücken. Das tun wir jetzt auch.
Es dauert einen kleinen Moment. Gut, ist natürlich klar, dass das von Bild zu Bild, je nachdem, wie groß die Dateigröße ist, natürlich die Bearbeitungsdauer variiert. Hier haben wir nun das Ergebnis. Ja, ihr seht schon hier auf den ersten Blick, es ist ein starkes Bildrauschen vorhanden. Aber wir schauen uns das jetzt auch mal im Vergleich an. Das heißt, wir haben jetzt hier links das Originalbild und rechts die verbesserte Datei. Ja. Also gleich vorab eins, wenn man sich hier mal die Farben anguckt, die sind also schon mal sehr gut getroffen. Ja. Es zeigt aber auch, dass man natürlich aus einem qualitativ recht schlechten Bild natürlich kein qualitativ hochwertiges Bild generieren kann. Wir können uns aber jetzt mal im Vergleich angucken, was jetzt eigentlich wirklich passiert ist. Und dazu verkleinere ich mal das Bild. Und da sieht man schon, dass sich da einiges getan hat. Wenn man sich jetzt hier links mal die Originaldatei anguckt und demgegenüber hier die bearbeitete, verbesserte Datei. Also meines Erachtens nach, es hat sich hier eine Menge getan, und wenn man jetzt hier auch noch mal in den Bereich reingeht, die 1 zu 1 Vorschau, okay, es hat sich was in den Helligkeitsstufen getan hier, aber gehen wir mal auf 100%. Hier sehen wir schon, also die Qualität im Groben ist gar nicht so schlecht für die schlechte Vorlage. Klar ist, dass natürlich hier die Details nicht so rausgearbeitet werden können, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Aber das war ja, denke ich, auch zu erwarten. Und also ich denke mal, hier bei dem Testbild ist das Ergebnis eigentlich gar nicht so schlecht. Na? Gut, gehen wir mal zu Testbild Nummer 2. Hier die Wasserschildkröte. Die Wasserschildkröte, die habe ich 2010 aufgenommen, also das Bild ist über 11 Jahre alt. Die Aufnahme wurde mit einer Canon EOS 40D gemacht, also schon einer recht alten Kamera. Die ISO war oder ist ISO 100 und die Dateigröße ist 2048 mal 1898 Pixel. Ja, ihr seht hier, das Bild ist eigentlich schon ganz schön. Ja, können hier auch noch mal ein bisschen reingehen. Wir sehen hier, wir haben hier den Schärfebereich. Hier an der Vorderhand bzw. Vorderflosse sehen wir schon, dass hier Unschärfe bzw. Bewegungsunschärfe vorhanden ist. Also hier wird das auch in der Nachbearbeitung nicht sehr schön werden. So, die zweite Variante, um in den Verbesserungsmodus zu kommen, ist, wir gehen mit der Maus direkt auf das Bild. Rechte Maustaste, hier in den Reitern verbessern und dann, wie auch vorher schon gehabt, haben wir dann das Vorschaubild hier. Auch hier haben wir die Möglichkeit, uns eine Sektion auszusuchen, die wir vielleicht ein bisschen genauer sehen wollen. Das ist jetzt hier das Auge im verbesserten Modus und hier, wie es vorher, also die Originaldatei ist. Auch hier wieder das Häkchen auf Superauflösung setzen. Die geschätzte Dauer bei dem Bild ist jetzt erheblich kürzer, liegt bei 3 Sekunden, und auch hier brauchen wir nur noch auf Verbessern drücken und dann halt mal schauen, was für ein Ergebnis bei rauskommt. Okay, das Ergebnis ist soweit da. Ich gehe jetzt noch mal auf die Originaldatei. Das ist die Originaldatei. Es ist ja ein recht schönes Bild. Man sieht hier auch schöne kleine Strukturen, die man noch sieht. Und jetzt wollen wir einfach mal im Vergleichsmodus gucken, was wir da aus dem Bild rausholen konnten. Und ihr seht, da hat sich schon einiges getan. Wir sind jetzt hier auf 181%, ich gehe mal auf 100%, und ihr seht schon,
Hier hat sich echt einiges getan. Um dann hier auch mal einen direkten Vergleich zu haben, was jetzt eigentlich passiert ist, können wir uns das mal anschauen. Links die Originaldatei, rechts die verbesserte Datei. Und ich denke mal, die steht also in nichts nach. Ich gehe nochmal auf 100%. Ja. So. Und dann können wir hier jetzt mal vergleichen. Also der Kopf ist eigentlich sehr schön getroffen. Auch der Panzer hier mit den Seepocken. Schön detailreich für ein Bild, was über 10 Jahre alt ist. Und eine so relativ ja, schlechte Kamera als Gestaltungsmittel hatte, muss ich doch sagen, das Ergebnis ist überzeugend. Was ihr jetzt nicht machen könnt, ihr könnt jetzt nicht beliebig oft die verbesserte Datei nochmal verbessern. Das geht nicht. Also die Möglichkeit, eine Originaldatei, deren Dateigröße zu verdoppeln, beziehungsweise auch das Bild dementsprechend zu verbessern, funktioniert nur einmal. Nichtsdestotrotz denke ich, dass das Ergebnis und die Funktion doch für sich sprechen und ein für mich doch hervorragendes Ergebnis gebildet haben. Gut, wir haben uns jetzt mal den Verbesserungsmodus angesehen. Ihr habt gesehen, es lässt sich da wirklich einiges bewerkstelligen. Gerade in dem Bereich der Verdopplung und auch Qualitätsverbesserungen. Das, was ihr am Bild der Schildkröte ja auch gesehen habt, da ließ sich doch noch einiges rauskitzeln, obwohl das so eine alte Datei ist und auch nur mit so geringen Megapixeln. Bin ich selber überrascht. Ja. Das zweite, die Testtafel, hat sich auch gezeigt, man kann es machen, aber wie gesagt, aus einem schrottigen Bild kann man halt nicht das Nonplusultra rausholen. Ne? Also ein gewisses Maß ist drin. Aber ja. Ja, also ich meine, gut, liegt im Auge des Betrachters, ist auch irgendwo die Sache des Fotografen, also des Künstlers, was möchte er zeigen oder was möchte er generieren. Vielleicht ist es ja genau das und von daher gesehen. Wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Verbesserungsmodul in Lightroom Classic und wir sehen uns die Tage. Ciao.